Bergen und Wänden aufgefüllt hat. In dieser Bahn ging etwas Seltsames. Okay. Ich bin ein rationaler Mensch. Ich glaube nicht an all diese von einem Einsturz oder einer gefluteten Kammer aufgehalten wurde. Eine Patrouille. Hier gibt's mal wieder sehr viel zu erzählen. Die Tunnels waren leer. Keine Anzeichen für einen Kampf. Keine Körperteile, kein Blut. Die Späher waren spurlos verschwunden. Also notierte der Kommandant eine Desertation. Feiglinge, zur Hölle mit ihnen, sagte er. Eine Woche später verschwand eine weitere Patrouille. Wieder kein Geräusch, keine Leichen, war nichts mehr. Okay, scheinbar reden die gerade über die... also die beiden da hinten, hey, über die Schwarzen. Ja? Was darf es sein? Nun, zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem jemanden reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar. Ich finde dich schon. Okay, scheinbar haben auch die wirklich die Auswirkungen dieser bösen Leute der Schwarzen zu spüren bekommen. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station Mark zugeworfen. Was für einen Blick? Was interessiert dich? Geil. Ich treffe mich heute mit ihr. Hört mich jemand? Bitte antworten. Beweg dich, Junge! In St. Petersburg. Bewegung! Sie überleben nicht. Du Bastard! Komm schon! Manche Metro-Stationen sind ja noch tiefer als Fenster. Okay. Also. Boah, wie viel hier einfach nur reden. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Ich kann einfach nicht alles kommentieren. Ja, ich hol mir erstmal ein bisschen. Du bist wegen Dur hier? Ich habe jede Menge davon. Jede Sorte. Da bin ich. Befehlige meinen Trupp. Aber ihre Waffen sind unhand. Du hast dir nichts verloren. Dieser Ausgang ist gesperrt. Weiter geht's. Gut, dann mal gucken. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Was wir hier bekommen können. Nicht in der Stimmung geschieht. Suchst du es? Ein bisschen. Einen Topf vielleicht? Irgendwann wirst du ihn brauchen. Lass dich nicht ohne einen erwischen. Einen Topf. Ein Streckenfahrzeug. Schön. Noch einer. Hey. Waffen. Nur Mädchen. Gefälschte Papiere. Jene, die es schaffen, sagen, dass am Tunnel selbst nichts Ungewöhnliches ist. Okay, was will er von mir? Es gibt keine Abzweigungen. Man kann sich nicht verlaufen. Was gibt's denn? Der raucht neben dem Generator. Auch schön. Patronentausch. Der beste Wechsel, was man bei der. So, was haben wir denn hier? Haftdynamit. Ja. Probleme beseitigt. Die ausgewogensten Messer. Komm, ein paar Filter. Sperrt ein Heilmittel für einverstanden. Nehmen Sie sich ein paar. Sind immer nützlich. Einverstanden. Medipack. Sparen Sie mehr Geld. Ja. So, das war's. Wie Sie wollen. Medipacks, Filter, Messer, alles. Die so, beste Waffe. Was haben wir denn hier? Sehr empfehlenswert. Revolver mit Gewehrkolben. Wehr, hohe Genauigkeit, geringer Hochstoß. Die beste Waffe der Welt. Revolver sehr mit Gewehr. Ein Schalldämpfer. Revolver mit Gewehrkolben. Und Zieloptik. Sie haben genau die gleiche. Nun, wir können natürlich tauschen, wenn Sie wollen. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen... Tauschen Sie mit folgenden Kosten. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Handgefertigte Luftdruck-Scharfschützengewehr. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Halbautomatische Schrotflinte. Die ist schon geil. Ausgezeichnete Wahl. Aber gute ich Waffe. Kann mir definitiv besser als ihre. Also, ihre kaufen. Waffe ist bestimmt besser, aber wenn sie unbedingt. Oh. Wie sie wollen. Ich kann mir leider nichts kaufen. Ein Wurfmesser, ich habe zu wenig Munition. Patronentausch!
Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Hey Mama, lass uns eine Ratte kaufen. Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Mutanten gefangen. Bitte, Mama. Und die Mutanten... Ich schau mich nur um. Fragt die gerade nach einer Ratte? Boah, cool. Cool. Man kann hier Ratten kaufen. Als Haustiere. So. So, wo bist du? Begriffen Sie, dass etwas da bist passiert du. Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Welchen Weg? Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station. Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Bitte antworten. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Niemand. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Ja. Oh, ich habe ja keine Munition dafür. Das ist vielleicht etwas suboptimal, ohne Munition rauszugehen. Sieh du ruhig aus. Die Luft ist rein. Los! Viel Glück, Leute! Wir müssen hier weg. Sofort anhalten! Böhmen, anhalten! Schnappt sie euch! Bewegung, Junge! Okay. Gut. Ja, der Böhmen hat anscheinend... Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels. Und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. In Moskau. Okay, ich habe, glaube ich, ganz vorsichtig etwas viel geholt. Etwas sehr viel. Hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Munn, alles, was sie ausgraben können. Hm. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Ja. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ein bisschen Mund. Klasse. Danke. Was war das? Sag jetzt nicht, dass ich deine Falle ausgelöst habe, ohne es zu wissen. Ja. So. Ich laufe ja schon. Gut, vielleicht. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen.
Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Ja. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Gut, dann gucke ich mal, ob ich denen die Waffe abnehmen kann. Was haben wir denn hier? Nein. Ein Filter, den können wir bestimmt noch gebrauchen. Gut, dann... Ein bisschen Moon, klasse. Danke, mein Freund. 556er Munition, schön. Davon haben wir dann auch was. Hier haben wir nichts mehr. Hier ist kein Draht oder so. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. So, jetzt möchte ich aber hier nochmal gucken. Ach, nett. Boah. Puh. Glaube, muss man hier entlang? Nein, gut. Dann gehe ich mal wieder zurück. Kommt man hier rein? Nein. Aua, das war jetzt natürlich idiotisch. Bereit? Gehen wir. Nein, ich bin gar nicht bereit. Ich muss noch nachladen. Ich habe nur noch 30 Schuss. Wieso habe ich gerade was verballert? Was zum Teufel? Gib mir die Dicken. Versteck dich, Junge! Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Ja, einmal kurz nachladen, bitte. So, und dann... Ja. Lauf, 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 lauf. Ich möchte nicht... Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Schön. Lauf. Spring von dich. Natürlich. Das nenne ich nun wirklich Pech. Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger versteckt. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Wie kann ich denn jetzt... Was zum Teufel? Scheiße! Ja. Gut, ich muss außenrum, ja.